Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Wie wird man eigentlich Teil der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung in Deutschland? Wie muss man sich die Arbeit in diesem Gremium vorstellen? Und reichen die Reformpläne weit genug? Asklepios CEO Kai Hankeln hakt nach bei seinem Gast, Gesundheitsökonom und Kommissionsmitglied Professor Dr. Boris Augurski. Lieber Professor Augurski, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier Gast sind. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden Sie nicht kennen, aber Sie sind Mitglied der Regierungskommission von Karl Lauterbach. Das hört sich erstmal gewaltig an und hat auch vielerorts die Schlagzeilen der letzten Monate bestimmt. Sie haben dann für die DKG noch eine Auswirkungsanalyse gemacht. Da haben Ihnen ein paar Kritiker vorgeworfen. Es ist ja das Gegenteil, aber eigentlich hat ja die Regierungskommission gar keine Auswirkungsanalyse gemacht. Sie haben viele andere Tätigkeiten, aber vielleicht stellen Sie sich einmal mit den eigenen Worten vor. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Hankeln. Und Regierungskommission ist so ein großes Themenfeld zurzeit, aber tatsächlich am RWI, das ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut, Leibniz-Gemeinschaft, bin ich jetzt seit 20 Jahren tätig, habe da den Bereich Gesundheit aufgebaut und mit dem Schwerpunkt Krankenhaus. Krankenhausforschung, Politikberatung, aber auch durchaus Beratung von Krankenhäusern. Da habe ich noch eine kleine GmbH, wo wir eben auch dann sozusagen die Ideen, die wir da entwickeln, auch sagen wir mal, strukturelle Veränderungen vor Ort mit Landkreisen, Krankenhäusern versuchen umzusetzen. Und seit 2014 bin ich noch bei der Stiftung Münch, die jetzt Rhön-Stiftung heißt, tätig. Und dort haben wir auch so die Ziele, wie kann ich das Gesundheitswesen so gestalten, dass ich auf jeden Fall Rationierung vermeide und alle Menschen in Deutschland versorgen kann. Gut, dass Sie es erwähnen, weil Herr Münch hätte es mir übel genommen, wenn es nicht zur Sprache kommt, ja. Wahrscheinlich. Verzeihen Sie es mir, wenn ich nochmal zurückkomme auf die Regierungskommission. Wie kommt man da rein oder wie kann ich es mir vorstellen? Hat Karl Lauterbach Sie angerufen, gesagt, Mensch, Professor Augurski, wäre schön, wenn Sie dabei sind? Oder wie sind Sie reingekommen? Also ja, aber er hat nicht selbst angerufen, sondern Mitarbeiter von ihm. Und das war dann, glaube ich, ja, wann war das so? Ostern 2022. Ja, hatte man so die verschiedenen Leute zusammengetrommelt. Haben Sie gleich gesagt ja oder? Naja, die hatten, glaube ich, samstags angerufen und dann war die Idee, jetzt mal übers Wochenende nachzudenken. Und ich meine, man ist schon geneigt, natürlich dann auch ja zu sagen, aber man muss sich auch bewusst sein, es ist halt ein Ehrenamt, das auch eine Menge Verantwortung mitgibt und man muss sich dann auch zeitlich engagieren und nicht nur sagen, da bin ich jetzt. Hatten Sie bestimmte Erwartungen an die Kommissionsarbeit oder ich frage natürlich gleich auch nach dem Ergebnis, was rausgekommen ist, oder wie sind Sie reingestartet? Naja, die Erwartungshaltung, dass eine größere Krankenhausreform ansteht, die war schon da und wir hatten ja auch viele Themen, die während der Corona-Pandemie untergegangen sind, die auch der Minister Spahn ja schon seinen Vorgänger gestartet hatte, aber dann nicht mehr vollenden konnte wegen Corona. Und da waren viele Baustellen offen und die Idee war dann, über so eine Kommission diese Baustellen aufzugreifen. Notfallversorgung war ja so ein Thema, aber eben auch eine größere Reform zumindest mal vorzudenken. Sie waren ja schon Mitverfasser der Bertelsmann-Studie, ich hoffe, es ist richtig. Tatsächlich nicht, also nur Beirat. Beirat, okay. Und zwar durchaus auch ein kritischer Beirat. Das wird oft nicht so wahrgenommen, weil natürlich die Kritik intern dann diskutiert wird. Auftragnehmer dieser Bertelsmann-Studie war das IGES-Institut. Okay, aber da war ja mehr der Schwerpunkt, kleinere Krankenhäuser sollen weg, die größeren bleiben. Ja. War das mit der Ausgangspunkt für die Berufung in die Regierungskommission? Würde ich nicht sagen, nein. Also ich glaube tatsächlich, dass einfach diese langjährige Aktivität, jetzt 20 Jahre Krankenhaus, wir haben also tatsächlich viele Studien gemacht, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wie man in der Regierungskommission dann doch immer wieder, wenn wir Themen aufbereitet haben, auf Studien gestoßen sind, wo wir denken, ach, da hatten wir auch schon mal was gemacht, auch fürs BMG. Investitionsfinanzierung, wie löse ich das Thema? Ja, das ist ja ein Problem in Deutschland. Und ich denke einfach so, die Menge auch dieser Expertisen, Studien, die wir gemacht haben,
hat dazu geführt, dass man sagt, gut, den nehmen wir jetzt mit rein. Jetzt gibt es ja eine relativ große Einigkeit aller Akteure, dass es eine Reform bedarf, weil die Probleme spüren natürlich alle jeden Tag in ihrem Alltag. Hat das die Arbeit der Kommission so auch geprägt oder am Laufen gehalten oder ging es mehr um wirklich konzeptionelle Aspekte? Na, ich glaube schon. Also wir kriegen das ja alle hautnah mit. Also einige Mitglieder der Reformkommission arbeiten ja in Krankenhäusern, größeren Krankenhäusern, aber die haben auch so ihre Schwierigkeiten. Wir können ruhig Unikliniken sagen. Unikliniken, Maximalversorger. Also Kollege Karyanidis zum Beispiel ist ja am städtischen Klinikum Köln tätig. Und die kriegen das schon mit, hautnah. Und dadurch, dass ich halt mit vielen, auch kleineren Krankenhäusern, auch viele Kommunale in Süddeutschland ständig im Austausch bin, weiß man, was da los ist. Und dieser Druck, der sich da aufbaut, ja, von Krankenhausseite, ist schon im Hinterkopf, dass man sagt, man braucht da eine Lösung. Allerdings, und da haben Sie recht, die Lösung oder auch der Auftrag ist dann schon was Konzeptionelles. Wie mache ich eine Reform des Vergütungssystems? Da ist jetzt nicht die Frage dahinter, wie kann ich kurzfristig den Krankenhäusern helfen, sondern wie kann ich denen langfristig helfen. Das ist so ein bisschen eine unterschiedliche Perspektive durchaus. Die Zusammensetzung der Kommission wurde ja auch ein bisschen kritisiert, dass es sehr universitätslastig ist, beziehungsweise die klassischen Interessensgruppen so nicht vertreten sind, wobei ich es mal ein bisschen anders gesehen habe. Also GKV-Spitzenverband war für mich irgendwie über den Busse vertreten, so ein bisschen. So. Okay. Könnte man zumindest so sehen. Die Universitätskliniken waren vielleicht ein bisschen überproportional vertreten. Hätten Sie es sich anders gewünscht, die Zusammensetzung, oder hat das so gepasst? Also ich sag mal, wenn man mit dem Ziel rangeht, jetzt also wissenschaftliche Expertise zu bündeln, findet man davon halt viel an den Unikliniken. Ne? Deshalb ist das auch so vielleicht ein bisschen in der Hinsicht besetzt. Ich hätte mir schon noch zumindest gewünscht, sagen wir mal, jemand, der auch diese ländliche Versorgungsbrille stärker aufhat. Denn wir haben dort durchaus große Probleme, wo wir nicht unbedingt durch eine Strukturreform eine Lösung finden, sondern durch sektorenübergreifende Angebote. Aber ich will schon mal vorwegnehmen, wir haben eine Arbeitsgruppe sektorenübergreifende Versorgung und die ist sehr gut besetzt. Also da gibt es viele Freiwillige, die da mitmachen. Das gibt es. Aber die muss, also da müssen wir noch ein bisschen voranmarschieren. Also bei sektorenübergreifender Versorgung haben Sie ja die Krankenhäuser sofort an Bord. Ich glaube, da gibt es kaum irgendwo Kritik zu befürchten, aber wahrscheinlich eher von der Kassenärztlichen Vereinigung, könnte ich mir so vorstellen. Gut, die sind jetzt nicht in der Regierungskommission. Also es hat Vor- und Nachteile, wer da alles drin ist und wer auch nicht drin ist. Aber umgekehrt hat es dann auch den Nachteil, und das muss man auch sagen, wir machen keine Gesundheitssystemreform im, sagen wir mal, so ganzheitlichen Sinne. Ja? Denn da müssen wir ja tatsächlich auch alles mit berücksichtigen, dieses Thema, wie ich Ambulantisierung dann auch mit der KV gestalte, wie ich vielleicht auch Präventionsthemen mit einbaue. Das ist sozusagen in einer Krankenhauskommission, wo man dann Krankenhausthemen hat, natürlich etwas enger gefasst. Jetzt gab es nach der Veröffentlichung Ihres Papiers relativ harte Kritik von allen möglichen Seiten. Haben Sie das nachvollziehen können? Ne, das war der 6. Dezember letztes Jahr. Nikolaustag hat Minister Lauterbach die Ideen vorgestellt. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich da beim KGNW-Forum war, also in Düsseldorf bei der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Die hatten ihre Mitgliederversammlung vormittags und hatten das dann wie bei einer Fußball-WM sozusagen groß im Hotel auf dem Schirm verfolgt, die Pressekonferenz von Herrn Lauterbach, und waren dann schon ziemlich enttäuscht, weil die Aussage war ja, also NRW liegt ja also weit zurück. Wir machen das jetzt von Bundesebene besser. Ich denke mal, wenn wir jetzt auch sehen, dass ja NRW irgendwie Blaupause sein soll, man hätte es ein bisschen vielleicht netter formulieren können, um die Leute mitzunehmen. Und wir hatten ja da einige Ideen drin in dem Reformpapier, und mein Steckenpferd war so die Vorhaltefinanzierung, Leistungsgruppen. Dass es nicht einfach würde, war mir völlig klar. Also ich habe viel Widerstand auch erwartet, aber gut. So startet man und dann ist die Diskussion. Dann können alle und sollen alle mitdiskutieren. In der Folge sind Sie dann gefeiert worden für Ihre Auswirkungsanalyse für die DKG, aber auch wahrscheinlich nicht von allen Seiten.
Hätten Sie sich das nicht schon gewünscht für die Zeit in der Regierungskommission? Ja, also sagen wir so, wenn man empirisch arbeitet mit Daten, dann hat man natürlich immer so ein Feld, dass man das jetzt auch mal irgendwie abbilden will. Was passiert denn da? Und wir haben ja Daten. Wir haben eine Menge Krankenhausdaten, ein Krankenhauspanel aufgebaut, das ist ein längerer, größerer Datensatz. Und wir haben auch einen guten Kooperationspartner, der im Prinzip auch schon die gesamte oder fast die gesamte Systematik der Krankenhausplanung NRW mit den neuen Leistungsgruppen in ein Modell gepackt hatte. Ja, also schon im Herbst letzten Jahres, sodass wir eigentlich startklar waren und sagen konnten, komm, jetzt probieren wir das mal auf Deutschland anzuwenden. Und ich hatte einen Austausch mit der DKG und mein Ziel war auch so ein bisschen zu sagen, komm, jetzt lass uns mal BMG und DKG zusammenbringen, weil die DKG, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, sagt ja auch, wir müssen was ändern. Und auch jetzt erst diese Woche, vielleicht müssen wir sogar auf 20% der Standorte langfristig verzichten, ja, Anpassungen vornehmen. Da ist ja eine große Veränderungsbereitschaft da. Und die wollte ich mitnehmen. Aber wir müssen erst mal schauen, ja, wo ist das Ist, also der Ist-Zustand. Also das ist die Bestandsaufnahme, die wir dann gemacht haben für die DKG. Und was ist der Soll-Zustand? Wie weit sind wir entfernt? Hat Sie das Ergebnis überrascht? Das hätte ich schon so erwartet, tatsächlich. Also die Soll-Kriterien aus unserem Reformpapier waren schon ziemlich scharf, sodass man im Ist-Zustand schon weit davon entfernt ist. Im Detail natürlich habe ich es so nicht erwartet, aber in der Richtung schon. Aber es sagte Herr Lauterbach, dass durch seine Reform gar keine Klinik geschlossen wird. So, hat er also gesagt? Ja, klar. Gut. Ja, ich meine, sagen wir so, also ich habe ja auch schon vor der Regierungskommission gesagt, dass wir da Veränderungen sehen, wobei das mit dem Schließen ist ja Interpretationssache. Umwidmen. Man kann, naja gut, wir hatten ja auch, also vor meiner Zeit in der Regierungskommission, auch in der Stiftung Münch, also Rhön-Stiftung, ja auch schon mal uns Gedanken gemacht, wie kann ich denn kleinere Kliniken, vielleicht auf dem Land, aber auch in der Stadt, ja, die jetzt vielleicht für die Versorgungssicherheit nicht elementar sind. Oder weil ich sie vielleicht auch zusammenziehe, aus 2x1 zum Beispiel, den Standort verändere, dann nachnutzen, ja, mit ambulanten Angeboten, vielleicht aber auch noch ein paar Betten, vielleicht auch pflegerischen Angeboten. Und das nennen wir dann tatsächlich umwidmen, weil danach ist noch was da und nicht quasi grüne Wiese. Aber kein Krankenhaus mehr. Ja, das ist die Frage der Definition. Also wir haben es ja dann in der Regierungskommission Level 1i-Klinik genannt. I für Icarus, sage ich mal. Icarus, wir haben es für integrierte Versorgung, also ambulant stationär, so eine Schnittstelle. Sie können dann natürlich auch andere Begriffe verwenden. Klinik ist auch, sagen wir mal, nicht ganz so unwichtig, weil ein Ziel soll sein, dass diese Standorte weiter im Krankenhausplan sind. Ja, dass man Investitionsmittel bekommen kann und auch in der Krankenhausplanung und nicht in die KV-Planung wechselt. Ja? Und deshalb, das steht in Ihrem Papier ein wenig anders, wenn ich das mal so sagen darf, weil es sind keine Kliniken mehr aus dem Krankenhausplan, es ist kein Versorgungskrankenhaus mehr. In welchem Papier meinen Sie es? In dem Eckpunktepapier der Regierungskommission. Ja. Da war es ja eben kein Haus mehr der Krankenhausplanung, es bekommt keine DRGs, es bekommt keine Vorhaltefinanzierung, sondern ja ein komplett anderes Vergütungsmodell und es ist eben kein Plankrankenhaus mehr. Also ich sage mal, dass Sie nicht DRG bekommen oder Vorhaltefinanzierung, ja, aber das ist jetzt mir nicht bewusst, dass ich bin eigentlich überzeugt, dass Krankenhausplanung dort greifen soll. So das hatten wir, sonst müssen wir beide nochmal nachschauen. Ja, machen wir gleich aber, sonst geht ja die Idee auch ein bisschen unter, das Klinik zu nennen. Ja, aber es ist ein pflegerisch geleitetes Zentrum. Später hat Herr Lauterbach das ein bisschen korrigiert mit der pflegerischen Leitung. Hat sich weiterentwickelt. Aber das, also ja, nur das ist ja gar nicht schlecht. Also ich bin nie mit dem Anspruch jetzt reingegangen zu sagen, so, jetzt gibt es am 6.12. unser Papier und am 7.12. wird es umgesetzt. Das kann ja nicht der Anspruch sein, sondern wir Wissenschaftler machen Vorschläge. Die müssen in die Diskussion, einmal politisch und mit den Akteuren der Praxis. Und das jetzt 6 Monate später,
das ein bisschen anders aussieht, ist ja richtig. Nicht falsch verstehen, Herr Professor Augurski, ich bin gar nicht bei den Mitgliedern der Regierungskommission und einem wissenschaftlichen Ansatz, sondern ich bin ja eher auf der Ebene, wie verkauft es die Politik, kommen wir gleich nochmal zu, Richtung Entökonomisierung oder es schließt keinen Krankenhausstandort. Ja. Ich finde alleine die, oder es gibt keine Leistungskürzungen, ich finde diese Botschaften politisch schwierig, aber ich finde es nicht schwierig, wenn eine Kommission oder Wissenschaft Vorschläge macht. Vielleicht nochmal zu der Auswirkungsanalyse. Herr Lauterbach hatte ja nicht ganz akzeptiert. Jetzt gibt es ja die Forderung der Länder aus den Bund-Länder-Gesprächen nach einer Auswirkungsanalyse. Ich glaube, Oberender und Windhoek. Windhoek ist mit beauftragt, die sagen, aber sie können das bis zum nächsten Bund-Länder-Treffen gar nicht vorlegen. Braucht es das jetzt eigentlich noch oder reicht nicht die Auswirkungsanalyse, die Sie gemacht haben? Also, es ist natürlich BMG-Auftraggeber und die müssen wissen, was brauchen sie für ihre politischen Tätigkeiten jetzt. Da sind wir als Regierungskommission auch gar nicht in den Verhandlungen involviert. Aus meiner Sicht bräuchten wir jetzt nicht unbedingt eine komplette Auswirkungsanalyse, denn sagen wir so, die Levels, die ja auch mal angedacht waren mit Kopplung an Leistungsgruppen, die sind jetzt nicht mehr so sehr im Fokus. Die haben ja sehr große Auswirkungen gehabt, hat man bei uns gesehen in der DKG-Auswirkungsanalyse. Jetzt geht es doch eher darum zu sagen, wie kalibriere ich die Vorhaltebudgets, Vorhaltefinanzierung. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut simulieren kann. Aber wie gesagt, wir geben ja keinen Auftrag. Ich weiß nicht, was Sie im Detail im Auftrag haben. Aber das ist jetzt, Sie bringen einen wirklich schönen Punkt rein. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo wir eigentlich stehen. Ich war etwas überrascht über das letzte Bund-Länder-Treffen und die folgende Pressekonferenz, in dem ja nicht nur Herr Lauterbach, sondern auch die Landesgesundheitsminister die Einigung verkündet haben. Und in der Folge gab es dann zahlreiche Briefe der einzelnen Bundesländer. Der Bundesminister hat auch dazu aufgefordert, den Vorschläge zu machen. Ja. Und wenn ich mir dann diese Vorschläge durchlese, die von den Ländern kommen, dann bleibt am Ende gar nichts mehr über, weder von Leveln noch von Leistungsgruppen. Leistungsgruppen dürfen keine struktursteuernden Elemente haben und so weiter, kenne ich aus einigen der Briefe. Wo stehen wir denn jetzt? Also wo wir jetzt stehen, werden wir hoffentlich Ende des Monats sehen. Da gibt es ja dann Ende des Monats nochmal das große Treffen, wo auch eine Einigung erzielt werden soll. Mein Eindruck ist, wenn ich auch mit Ländervertretern spreche und auch mit Bund, dass im Prinzip da schon ein Kompromisspotenzial da ist. Denn was in den Ländern passiert, dass wir Schwierigkeiten haben bei den Krankenhäusern, dass wir hier und da Strukturen optimieren müssen, das ist denen ja wohl bewusst. Und ich glaube schon, dass man da auf eine Einigung hinläuft. Und aus meiner Sicht ist es jetzt so, vor allem wie gestalte ich Vorhaltefinanzierung aus und die Leistungsgruppen. Wenn wir natürlich jetzt hergehen und sagen, wir specken da viel ab, sodass die Leistungsgruppen vielleicht gar nicht so harte Mindestkriterien erfordern oder auch die Vorhaltefinanzierung so ein bisschen von einer gewissen Schärfe reduziert wird, dann haben wir ja auch wenig Reformeffekt. Denn nochmal, es geht ja darum, langfristig die Geldströme zu ändern. Es ist ja nicht angedacht in der Reform jetzt, ist ein anderes Thema, kann man auch drüber reden, die kurzfristig finanzielle Schwierigkeiten der Krankenhäuser zu lösen. Deswegen fordert die DKG ein Vorschaltgesetz. Im Grunde genommen ist das ja auch ein schlauer Vorschlag. Man könnte zum Beispiel sagen, man kombiniert was. Also was zum Beispiel auf jeden Fall nötig ist, wenn Sie Strukturen verändern wollen, dann ist völlig klar, Sie müssen neu bauen, Sie müssen umbauen, also investieren. Und Sie können so eine Krankenhausreform mit Strukturveränderung ja nur dann durchkriegen, wenn sie auch Investitionsmittel bereitstellen. Also ich gehe davon aus, so 25 bis 50 Milliarden Euro werden wir da brauchen. Und das sind natürlich, das muss ja verknüpft werden. Fairness halber muss man ja auch sagen, die Misere kommt ja gar nicht vom Bund, sondern eigentlich kommt die Misere von den Ländern, weil sie die Fördermittel über Jahre eben nicht zur Verfügung gestellt haben. Wir fokussieren uns ja immer so sehr auf den Bundesminister, aber eigentlich sind die Länder ja selber mit in einer Schuld, würde ich mal so sagen. Jetzt zitiere ich aber hier mal aus einem Schreiben eines Bundeslandes nach dem letzten Bund-Länder-Treffen. Ich gehe einfach mal ein paar Punkte durch. Level sollen nicht kommen, waren die Länder von Anfang an dagegen. Leistungsgruppen
dürfen nur moderat sein und auch nur strikt leistungsbezogen, aber nicht strukturpolitisch. Kooperation und Verbundslösung wird gefordert, insbesondere wie wir, Konzerne, Kliniken gleicher Trägerschaft, müssen Kriterien eben übergeordnet erfüllen können. Dann Länderöffnungsklauseln eigentlich für alles. Dann kommen nochmal Fachkliniken, nochmal mit Speziallösungen, Bürokratieabbau, Bekämpfung des Personalmangels, Einführungsphase, also mit deutlich späterem Beginn, erst 26, 27 und einer deutlich längeren Konvergenzphase. Nochmal Themen zur Vergütung, zur investiven Ausstattung, die 50 Milliarden, die Sie gerade zitiert haben. Und dann Level 1 E-Krankenhäuser. Und dann frage ich mich am Ende, vorne der Vorspann heißt ja, wir sind uns einig. Und hinten raus werden eigentlich alle wesentlichen Punkte doch wirklich hart, ich will nicht sagen kritisiert, aber Ergänzungsvorschläge gemacht, sodass von der ursprünglichen Reform nichts überbleibt. Jetzt bin ich verwirrt. Naja, aber das ist ja eine Interpretation, die ist ja nicht, die liegt ja nahe. Also es bleibt dann nicht mehr viel übrig. Aber dann kann ich mir doch nicht vor die Kamera treten und sagen, wir haben uns geeinigt. Naja, gut, man hat ja jetzt noch eine Chance, dass man sich weiter einigt. Und man muss, glaube ich, auch sehen, dass man ja in dieser Verhandlung von beiden Seiten ja auch irgendwie starten muss. Also die Länder versuchen, möglichst viel in ihrer Verantwortung zu behalten. Und der Bund möchte gewisse strukturelle Veränderungen. Und jetzt ist dann aus meiner Sicht die Zeit gekommen, also soll jetzt diesen Monat allmählich soweit sein, dass man es vielleicht irgendwo trifft. Wenn jetzt rein die Länderposition, so wie Sie es gerade auch vorgelesen haben, zum Tragen käme, dann ist so die Frage, warum machen wir denn den Aufwand der Reform? Denn das ist jetzt auch nicht ohne. Ja, also wenn man die Schieß ändert und das ganze System und das INEC neu rechnet und Konvergenzphase und die Krankenhäuser sich darauf einstellen müssen, dann muss man sich fragen, hat es dann überhaupt also lohnt sich das? Am Ende lassen die Länder sich nicht einfach kaufen? Also ich habe eben die Fördermittel genannt, über Jahre haben die Länder es nicht geschafft, ihren Fördermittelverpflichtungen nachzukommen. Sie wissen genau, was an Aufwand für einen Strukturwandel, den die Länder ja eigentlich brauchen. Also ich nehme mal Niedersachsen, NRW, die ja alle schon jetzt auch vorausgegangen sind mit einer strukturellen Veränderung ihrer Krankenhauslandschaft. Und die alle wissen genau, sie können es nicht finanzieren. Ja. Also am Ende lassen sie sich kaufen. Also ich sage mal so, Dänemark hat es so gemacht. In Dänemark, wo es eine ganz große Strukturänderung gab, die muss man eigentlich gar nicht so in der Form jetzt in dem Ausmaß auch wollen. Die haben es aber gemacht. Und da ging ja auch ein langer Prozess voraus. Das sehen wir oft nicht so. Aber viele Kommunen in Dänemark waren auch dagegen. Aber die Idee, dass man sagt, Mensch, wir modernisieren euch alles und da gibt es auch eine Menge Investitionsmittel, war auch ein Bestandteil unter anderem, die dann in Dänemark dazu geführt hat, dann machen wir mit. In Dänemark gibt es jetzt auch eine kleine Wartezeitenmedizin und private Träger wie wir freuen sich über die 90-Tage-Regelung und deswegen schießen jetzt Privatkliniken überall wie Pilze aus dem Boden. Ja. Also wie gesagt, diese Zentralisierungsstrategie in Dänemark, die ist schon sehr weitgehend. Ja? Und das würde zum Beispiel für deutsche Verhältnisse, wenn wir das kopieren wollten, locker 100 Milliarden Euro kosten. An Baukosten, Umbaukosten. Da müssen Sie ja so große Superkrankenhäuser bauen. Da haben Sie für große Städte vielleicht dann nur noch ein großes Krankenhaus statt drei oder vier. Das halte ich eigentlich nicht, das halte ich für übertrieben. Ja, ich würde nicht so weit gehen. Jetzt sind Sie im Kern ein Ökonom und da muss Ihnen doch so ein Satz wie die Entökonomisierung steht bei diesem Vorhaben an erster Stelle, muss Ihnen doch der ist richtig völlig wehtun. Fremd. Ja, nee, das ist sozusagen, also ich sag mal so, Ökonomie ist jetzt nicht Physik, das sind keine Naturgesetze. Aber eins ist schon sehr schwer wegzukriegen, dass man sagt, man hat keine Ressourcenknappheit mehr. Also Entökonomisierung bedeutet, wir sagen, Ressourcenknappheit gibt es nicht mehr. Das ist dann so wie Luft. Ja, also auch die kann knapp werden, aber meistens müssen wir für die Luft nichts bezahlen, die atmen wir ein und das ist dann gut. Aber schon allein beim Wasser wird es teuer, weil es auch knapp ist und gerade im Sommer wie jetzt. Also was halt oft missverstanden wird, ist, Ökonomie kümmert sich darum, wie ich die Ressourcen, und da ist vor allem Personal eine wichtige Ressource geworden, optimal einsetze, also möglichst effizient, dass ich maximal viele Menschen mit versorgen kann. Und will ich das abschaffen?
Das geht nicht. Also der Begriff wird oft missverstanden. Ich hatte jetzt ja auch Gespräche mit Ärzteschaft und so weiter, die dann oft so anders, die denken so auf der betrieblichen Ebene, da will jemand irgendwie ganz viele Gewinne machen zu Lasten von irgendwas. Das ist ja nicht das, was den Ökonomen interessiert. Jetzt ist ja kürzlich der aktuelle Krankenhaus-Rating-Report erschienen. Wollen Sie mal ein bisschen teasern, wie geht es denn dem System? Naja, erwartungsgemäß, aber das ist eher schlecht. Also man kann ja so sagen, also 2020, das erste Jahr unter Corona, ging es dann den Krankenhäusern dank der Staatshilfen doch ganz gut. Die haben zwar erhebliche Erlöseinbußen, aber die wurden dann über 10 Milliarden Staatshilfen weitgehend ausgeglichen. Im Durchschnitt zumindest war das ganz okay. Dann 2021 hat man schon gesehen, die Staatshilfen wurden weniger, ich glaube nur noch so 6 Milliarden Euro. Und das sind auch unsere aktuellen Jahresabschlüsse, die wir haben von Krankenhäusern. Da ist die Zahl derjenigen mit einem Minus, also einem Jahresverlust, gestiegen. Also von 22% 2020 so auf, ich glaube, ein Drittel auf 2021. Jetzt ist es nur so, alle wollen natürlich wissen, wie ist es jetzt und nicht 2021. Das ist immer mit Daten so ein bisschen zeitverzögert. Aber was ja gut ist, wir machen dann eine Prognose auf 22 und 23. Und wir wissen ja zumindest schon mal für diese Jahre, wie sich die Leistungsmenge ändert. Damit können wir die Erlösseite einigermaßen hochrechnen. Wir wissen, wie die Löhne sich verändern. Wir wissen auch natürlich Preisinflation und Kostenentwicklung. Also können wir die Kosten- und Erlösseite der Krankenhäuser zumindest ordentlich und nicht nur Glaskugel schauen, hochrechnen. Und dann kommen wir zu weiterer Verschlechterung 2022. Und jetzt würden wir dieses Jahr bis zum Ende des Jahres erwarten, dass so fast die Hälfte der Krankenhäuser einen Jahresverlust schreibt. Da haben wir schon eingerechnet diese Pauschalhilfe, die Herr Lauterbach versprochen hat. Die DKG spricht von 70%? Ja gut, die Frage ist auch immer, wie man das misst. Wir sammeln Jahresabschlüsse auch von zum Beispiel großen Klinikenketten, so wie auch Asklepios natürlich. Und wenn die einen Plus ausweisen, dann gilt das natürlich für uns für jeden Standort. Wohl wissen, dass es nicht für jeden ist bei einer Kette. Und das ist immer die Frage, ob Sie jetzt dann, was weiß ich, bei einer großen Klinikkette die zig Standorte reingeben oder nur einen. Jetzt, also auch wir haben Verluststandorte, ist jetzt nicht dass alle Kliniken dann immer im Plus sind. Versuchen wir auch ein bisschen rauszurechnen. Aber was ich interessant finde, ist die Entwicklung der Leistungsmenge. Ja. Wir haben ja eigentlich ein System, bei dem die Preise staatlich diktiert sind. Das heißt, wenn Herr Lauterbach von Entökonomisierung spricht, dann vergisst er ja eine ganze Ecke. Eigentlich sind ja viele Werte im Gesundheitswesen fix. Ja. Die Preise, die Mengen sind durch Personalvorgaben, die Personalmengen sind fix. So die Leistungsmenge in der Regel war es bisher nicht, ist der letzte ja. Punkt. Ja. Jetzt hat die sich im Vergleich zu 2019 immer noch nicht wieder erholt. Hat Sie das überrascht? Also ein bisschen schon. Das war für mich auch so der wichtigste Datenpunkt, als wir wieder angefangen haben im Februar mit der Recherche-Analyse für unseren Report. Wollte ich wissen, wie ist denn jetzt 2022, auch 2021 natürlich, die Leistungsmenge gewesen. Und meine Erwartung war schon, dass wir zwar nicht auf das alte Niveau vor Corona wieder kommen, aber doch wieder einen gewissen Anstieg erleben. Das ist nicht der Fall. Minimal. Ja, sodass wir jetzt zum Schluss gekommen sind, dass sich das wohl verstetigt, dass wir also nach wie vor 13% weniger Fälle haben. Und 8% weniger Case-Mix-Volumen im Krankenhaussektor, sodass wir auch in unserer Fortschreibung davon ausgehen, dass es auf dem Niveau jetzt bleibt. Gut, kann man sagen, naja, warum eigentlich? Ich meine, das System ist ja wie vorher wieder. Ne? Corona ist es vorbei. Aber ich glaube, wir erleben einfach durch die Personalknappheit auch und durch die Mindestpersonalvorgaben, dass man gar nicht mehr so auf die Leistung mit dem gleichen Personalbestand kommt wie vor 4 Jahren. Und das restringiert. Und diese Knappheit wird ja noch zunehmen jetzt, diese Personalknappheit. Sodass wir glauben, wir rechnen jetzt fort mit dieser -13%. Und da aus dieser Fortschreibung kommen wir auch zu dem Ergebnis, dass wir halt nicht mehr alle Standorte halten können, weil wir können jetzt nicht überall per Gießkanne 13% runterfahren. Dann geht es allen schlecht. Haben Sie eine Verschiebung zwischen kleinen und großen Häusern festgestellt, was die Leistungsentwicklung betrifft?
Also tatsächlich konnten wir in die Tiefe nicht reingehen, weil da haben wir nur die 2021er Daten, die sind nicht so spannend jetzt. Ne? Die 22er Daten haben wir im Moment nur auf aggregierter Ebene über andere Quellen, zum Beispiel INEC, ja, aber wir können halt, oder wir dürfen nicht, die Daten gibt es ja, auf die Standortebene oder, sage ich mal, Regionsebenen gehen. Jetzt lassen wir uns ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben ein relativ teures System, das muss man auch mal wieder zugeben, wenn man es im internationalen Vergleich betrachtet. Klar können die Krankenhäuser sagen, die Fallpauschale des Krankenhauses ist international die ist günstig. Günstig, ja. Aber das System insgesamt ist halt eines der teureren Systeme. Gleichermaßen haben wir keine besonders guten Daten bei einer längeren Lebenserwartung, also wo man die hohen Kosten irgendwie rechtfertigen könnte. Das System hat ja aber auch zugegeben einige Vorteile. Der Zugang zu Medizin für alle, egal vom Versicherungsstatus etc., hebt uns deutlich von Volkswirtschaften wie in den USA ab. Auf der anderen Seite ist aber auch eben dieser Zugang, die zweite Meinung, die dritte, die vierte oder die fünfte Facharztmeinung, ist sicher auch eine Ressourcenverschwendung. Da hat Professor Raffelhüschen, ein Kollege von Ihnen, einen Vorschlag gemacht, der wurde auch gleich wieder an die Wand gestellt. Ich hatte ihn aber auch kommentiert und so ein bisschen unterstützt. Der eine Selbstbeteiligung wieder in die Diskussion gebracht hat. Was wäre Ihre Vorstellung? Wo muss es hin, um auch sparsam, wirtschaftlich, zweckmäßig mit dem Leistungsgeschehen umzugehen? Also ich finde das wirklich ein ganz wichtiges Thema, denn wir reden ja jetzt auch die ganze Zeit, wie müssen sich Krankenhäuser, Krankenhausstrukturen anpassen und gehen viel auf die Angebotsseite. Die Nachfrageseite, also patientenseitig, die lassen wir immer ein bisschen außen vor. Das liegt halt auch daran, dass es für die Politik unheimlich schwierig ist, dort anzusetzen, weil dort hängen die Wählerstimmen. Ja, da hängen natürlich unheimlich viele Wählerstimmen. Deswegen sagt Karl Lauterbach, es wird keine Leistungskürzung geben. Natürlich, genau, klar. Und das muss man aber auch verstehen. Also das wirklich jetzt ist weder Vorwurf noch irgendwie, dass man sagt, in Ordnung, sondern man muss halt auch verstehen, wie Politik funktioniert und dann überlegen, wie kann man denn innerhalb dessen vorwärts kommen. Und aus meiner Sicht brauchen wir auch auf Patientenseite, sage ich mal, eine Art wohlwollende Patientensteuerung. Ja, dass wir, andersrum, also man kann über so eine Art Gatekeeper-System, Patientensteuerung, integrierte Leitstelle ist da auch so ein bisschen rein, steuernd eingreifen. Man kann auch über Eigenbeteiligungen steuernd eingreifen. Dann ist das Individuum selbst, was entscheidet, ob es bereit ist, das zu bezahlen oder nicht. In Klammer vielleicht, Eigenbeteiligung ist nicht unsozial. Sie können das ja immer sozial ausgestalten. Härtefallregeln. Also das hatten wir ja auch. Der Punkt ist nicht, dass ich sozusagen einkommensschwache Menschen dann unterstütze. Der Punkt ist, dass die große Mitte in der Gesellschaft, die ja keine Unterstützung dann braucht, die meisten Wählerstimmen haben. Das ist sozusagen, weshalb man das nicht so gerne macht. Also Eigenbeteiligung könnte man machen, macht die Schweiz auch und kann ja moderat auch erstmal sein. Was auch wichtig ist, ist Gesundheitskompetenz zu steigern. Da haben wir inzwischen auch Tools, ich sage mal Digitalisierung, künstliche Intelligenz, wo ich jetzt als Mensch, der jetzt nicht unbedingt Experte ist im Gesundheitswesen oder in der Medizin, weil ich einen ganz anderen Job habe, mich aber gut erkundigen kann. Aber eben nicht nur bei Dr. Google, sondern auch sozusagen evidenzbasiert mich erkundigen kann. Also das sind so die drei Hebel, die ich ziehen kann. Aktive Patientensteuerung, Eigenbeteiligung oder auch und Gesundheitskompetenz. Dann gebe ich Ihnen noch einen vierten Hebel. Ja. Änderung der Vergütungsordnung. Ja, das ist aber auf der Angebotsseite. Ja, aber der niedergelassenen Ärzte, die einfach die einfach einen Aufschlag bekommen für den Ersttermin beim Facharzt und der zweite, dritte, vierte degressiv weniger vergütet wird. Damit würde sich das Leistungsgeschehen letztlich über die Terminvergabe steuern. Nachdenkenswert, ja. Also das ist ja genau das, Vergütung. Und das, da kommen wir auch auf diesen Ökonomen zurück, ne? Der Ökonom hat ja eigentlich das Ziel, die ökonomischen Anreize für Unternehmen, für Akteure mit den medizinischen Nutzen deckungsgleich zu bringen. Das wird man nie schaffen, perfekt. Aber das ist die Aufgabe. Jetzt sind wir ein bisschen bei den Zukunftsüberlegungen. Eines Ihrer Lieblingsthemen, meiner auch, ist Capitation. Das eint uns und auch meinen Gesellschafter mit Herrn Münch. Ja. Wo sehen Sie die
Vorteile im Capitation-Modell und wie kriegen wir das also konkret in Deutschland zumindest mal einen Modellcharakter? Also, wir hatten darüber gesprochen, es gibt die Krankenhauskommission, die kümmert sich um eine Krankenhausreform. Was wir eigentlich auch bräuchten, wäre eine Gesundheitssystemreform. Ja, also eine ganzheitliche Reform, die alle Aspekte der Gesundheitsversorgung betrachtet. Und da gibt es Ansätze, dass man sagt, wenigstens in gewissen Regionen, die groß genug sind, in sich aber auch irgendwie abgeschlossen, zu sagen, in dieser Region geben wir euch Akteure vor Ort ein Gesundheitsbudget. Kann man ja ausrechnen, so pro Kopf, was man da vielleicht bevölkerungsorientiert geben müsste. Und die Aufgabe, haltet die Bevölkerung in der Region gesund, beziehungsweise wenn sie krank wird, macht sie wieder gesund. Wie ist eure Aufgabe? Interessiert uns nicht. Aber die Ergebnisse interessieren uns. Wie ist die Qualität? Wie sind die Ergebnisse? Und das sind Zielvorgaben, die sie dann mitgeben und dann geben sie Geld mit und jetzt machen sie vor Ort eigenverantwortlich, suchen sie Lösungen. Und da würde ich auch einen Wettbewerb der Regionen mit einbauen, weil wir wollen da nicht überall gleiche. Wir brauchen ja dann Akteure, die kreativ unterwegs sind und auch in manchen Regionen andere Lösungen suchen, vielleicht auch, weil die nötig sind, weil die Region anders ist, aber weil sie andere Ideen haben. Und dann kann man so einen Wettbewerb der Regionen und schauen mal, wer da die besten Ergebnisse liefert. Dann scheiden aber wahrscheinlich am Ende Ballungszentren aus, weil eine Trägerlösung gibt es wahrscheinlich dann nur in Landkreisen. Und ich erinnere mich ein bisschen, warum gab es ein Regionalbudget im Kreis Itzehoe? Ja. Weil das Klinikum Itzehoe im Grunde genommen stationärer Monopolist war und sich die niedergelassenen Sitze dazu gekauft hat. Genau. Also Sie müssen letztendlich, also ich sag mal, hilfreich ist es in einer solchen Versorgungsregion, vielleicht mit 300.000 Menschen, brauchen Sie eigentlich eine Art Monopol? Das ist hilfreich, weil ich ja sonst zwischen den Akteuren noch irgendwie auch vielleicht Reibereien habe. Aber ich bin trotzdem für Wettbewerb. Also das ist ein lokales Monopol, das aber dann im Nachbarlandkreis ein anderer sein soll, sodass ich zwischen den Kreisen noch einen Wettbewerb, also den Regionenwettbewerb habe. Und da kommen wir aber dann schnell dazu, also in manchen Landkreisen kriegen sie das hin. Ja? Es gibt viele dann kommunale Träger, es gibt auch manche private, die in manchen Kreisen durchaus eine Dominanz haben, auch kirchliche. Aber in den Städten wird es verdammt schwierig. Ja? Da ist ja alles bunt gemischt und da gibt es eigentlich keine Stadt, die nur einen Anbieter hat. Das hat aber auch ein bisschen mit unserer Krankenhausstruktur zu tun, denn in Madrid, auch eine Großstadt, habe ich mir das angeschaut, da haben sie schon diese Modelle. Da haben sie in einem Stadtteil, den habe ich besucht, die haben 200.000 Einwohner im Stadtteil. Dort hat ein Krankenhaus, das ist von Quirón Salud, von Helios, den Auftrag, versorg mir den Stadtteil. Und du kriegst dann ein Budget dafür. Ambulant und stationär, das wird sowieso nicht unterschieden, ambulant und stationär. Funktioniert, also als wir es angeschaut haben, recht gut. Müsste nicht der Bund, um eben solche trägerübergreifenden Modelle zu finanzieren oder zu ermöglichen, zum Beispiel Plattformen fördern, die das ermöglichen, dass es auch eine Verrechnung unter den Leistungsträgern gibt? Also ein Leistungsträger hat die Führung und die anderen können sich eben auf der Plattform dann mit ihren Leistungen entsprechend vermarkten und einbringen. Vielleicht brauchen wir da so einen Staat, wo man sagt, da gibt es einen dominanten Player, der kriegt quasi die Führung. Und die anderen müssen dann auch mitmachen. Das gilt auch kassenseitig. Ne? Dass nicht nur die AOK sagt, das mache ich und alle anderen nicht, weil sie müssen ja auch auf der Abrechnungsseite, können sie nicht verschiedene Systeme dann schon wieder parallel laufen lassen. Und insofern stimme ich hinzu. Und ich würde mir wünschen, hat es auch schon mal als Idee eingebracht, dass man zumindest Modellregionen, von mir aus mal 10 Stück in Deutschland, ermöglichen, ja, wo ich das ausprobiere. Die werden sicherlich eher ländlicher Art sein. Vielleicht auch eher in den neuen Bundesländern als in den alten, weil da ist tatsächlich mehr Bedarf an solchen Modellen. Und das wird das dann einfach mal beobachten. Ja. Also wir würden das auch gerne in Hamburg machen. Ich habe auch nichts viel Fantasie. Wie gesagt, Sie haben ja in Hamburg auch eine Menge an Angebot und könnten da sicherlich auch in die Führung gehen. Also prinzipiell geht es in Städten, wenn man die Stadtteile auch einigermaßen zuordnen kann. Weil sie sind ja für eine Bevölkerung verantwortlich. Und das ist der Unterschied, da müssen Sie die auch zuordnen.
Wir haben uns das natürlich angeschaut, auch wie machen es andere Länder, insbesondere mal in den USA. Und es gibt schöne Modelle, die kennen Sie sicher auch aus New York. Da ändert sich dann auch natürlich das Investitionsverhalten. Das heißt, der Träger, der diesen Auftrag hat, investiert natürlich völlig anders. Wie würden Sie sich denn vorstellen, dass sich das in Deutschland auswirkt in einem Zeithorizont von 10 Jahren? 10 Jahre, das wollte ich auch sagen. Also man sollte bei solchen Modellen auch nicht sagen, jedes Jahr wird neu ausgelost. Das wäre ja verheerend. Also Sie brauchen da eine Langfristperspektive und das war auch unser Vorschlag, den wir mal gemacht haben, 10 Jahre zu geben. Und dann kann ich ja als Träger wirklich, dann investiere ich, ja, weil ich dann auch in ein paar Jahren die Erträge mir zuordnen kann. Vielleicht investiere ich sogar auch in Präventionsangebote, weil ich dann sage, ich habe das Budget und habe dann am Ende weniger kranke Menschen und muss weniger Reparaturbetrieb machen. Aber vielleicht stelle ich dann auch ganz andere Leute ein. Dann brauche ich weniger im ärztlichen Bereich und mache vielleicht mehr im Präventionsbereich. Gut, das ist jetzt so ein Wunsch von mir, aber wäre dann zumindest denkbar in so einem Modell. Ich befürchte, da sind wir in 10 Jahren nicht. Aber wo stehen wir? Ja, nee, das wird, ja klar. Wo stehen wir denn in 10 Jahren? Na gut, also ich denke mal, man muss von den Ressourcen her kommen, sich Gedanken machen, was wird Deutschland als Land und das Gesundheitswesen an Ressourcen zur Verfügung haben. Und meine größte Sorge ist, dass wir halt jetzt mit dem schrittweisen Übergang der geburtenstärksten Jahrgänge, die wir jemals hatten in Deutschland, und gleichzeitig die geburtenschwächsten Jahrgänge, die jetzt 20 Jahre alt werden und in den Arbeitsmarkt kommen, eine riesen Lücke aufbauen, die über 10 Jahre läuft und immer mehr kumuliert. Und wir im pflegerischen, altenpflegerischen Bereich, auch in der Krankenhausversorgung, auf echte Engpässe zulaufen, was Rationierung bedeutet. Jetzt kann man sagen, furchtbar. Ja, dann können wir nicht mehr alle Menschen versorgen, was unser Anspruch sein muss. Nur umgekehrt, vielleicht schaffen wir es dann, auch mal althergebrachte Dinge über Bord zu werfen. In der Corona-Pandemie haben wir das geschafft. Da haben wir von heute auf morgen Regeln ausgesetzt. Das ging dann irgendwie, weil wir dachten, und manchmal ja auch zu Recht, sonst kriegen wir die Versorgung von vielleicht Corona-Infizierten gar nicht gewuppt. Ja? Und das war sozusagen ein exogener Schock, die Pandemie, von heute auf morgen. Und was wir jetzt erleben, ist auch so ein Schock, aber auf 10 Jahre verteilt. Das ist dann für die Kommunikation schwieriger, auch für die politische Kommunikation, aber kann ähnliche Effekte haben, dass wir irgendwann mal etwas pragmatischer mit Regeln umgehen. Ich würde mir das sehr wünschen. Professor Ogurski, herzlichen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht. Ja, ebenso, vielen Dank. Thank you.